sagen wir mal fair, ja, um zu überspringen. Mein schwierigster Kampf war meine Scheidung der ersten Frau. Also was Persönliches, eine persönliche Geschichte. Ja, muss ich sagen. Das habe ich nur nicht über meine Gefühle, sondern über meinen Kopf steuern können. Ja. Ja? Ich sage, wenn das so nicht hält in dieser Spekulation, dass ich aus Gera, wo ich heute Ehrenbürger bin, vor 3 oder 4 Jahren wurde ich Ehrenbürger, weggehe, um irgendeinen Gefallen zu tun. Und ich musste mich erst wieder Anerkennung schaffen im TSC Berlin. Ja? Da hat nicht gezählt, was ich vielleicht... Was du vorher gemacht vorhin, hast. Nein, ich musste mir Anerkennung machen. Ich habe eine Truppe übernommen, war keiner eine Auswahl. 1,5 Jahre hatte ich 6 Mann in Juniorenauswahl. Ich sollte ja gleich Bismarck abgelehnt. Ja, denn das Zweite war, alle beide Sachen, nachhinein, auch gefühlsmäßig, habe ich alle beide Sachen gewonnen. Ich habe eine ganz tolle Frau mit Margit kennengelernt. Eine, ja, kann man mit Worten nicht beschreiben. Es war sehr schwer. Es ist immer ein Kampf für mich zu Hause. Und das nächste war, als ich als Spitzentrainer, kann man ruhig sagen, wie man im Fußball so abgesägt wurde. Das war aber alles beides. War nicht mit Nachteilen. Gefühlsmäßig war ich innerlich sehr zerstört. Das konnte ich aber überwinden, weil ich viele Freunde hatte. Und der Cheftrainer, der immer zu mir gehalten hat, Herr Thomas. Und habe dann... Als Cheftrainer, die Absetzung war noch zu DDR-Zeiten, ne? DDR-Zeiten, ja. Und das hat mich nach vorne gebracht. Ja.